Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne zeigen, wie ihr mit AliExpress Schmuck über die Plattform Etsy Geld verdienen könnt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Produkte aus China importiert, sie anschließend dann verändert, sodass ihr sie auch über Etsy verkaufen könnt, weil Etsy hat relativ strenge Regeln, was Handmade angeht. Die haben jetzt die Regeln aber vor einiger Zeit ein wenig gelockert und das erlaubt es uns, zum Beispiel auch China-Produkte einzukaufen, diese wenig abzuändern und dann als Handmade-Produkte wieder über Etsy anzubieten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier natürlich irgendwelche kleinen Anhänger zum Beispiel einkauft für wenige Cent, hier zum Beispiel 50 Stück für gerade mal 93 Cent und man verkauft dann solche Anhänger für das 10- oder 100-fache, dass man da natürlich gewaltige Margen generieren kann. Und Schmuck ist eine von den Top-Nischen derzeit auf Etsy und das ist eine Chance, die dürft ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Ich möchte euch aber nicht nur diese Methode zeigen, sondern ich möchte euch alle möglichen anderen Methoden zeigen, von denen ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt. Zum Beispiel diese Plattform hier namens Lulla und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr übrigens mehr von diesem Content sehen wollt, dann gebt gerne in diesem Video einen Daumen nach oben. Und wir legen direkt los mit der Etsy-Methode, nämlich Etsy. Ich denke, jeder von euch kennt die Plattform, ist eine Plattform, auf der man vor allen Dingen handgemachte Produkte verkaufen kann. Aber, und das ist so ein bisschen auch das, was viele Seller derzeit nicht auf Etsy mögen, es ist so, dass Etsy wirklich die Regeln sehr stark gelockert hat hinsichtlich Handmade-Content. Das heißt, die Inhalte bzw. die Produkte, die hier verkauft werden, die können jetzt auch wirklich schon ja, praktisch zusammengekauft, leicht verändert sein und man kann es dann hier über die Plattform anbieten. Zum Beispiel hier irgendwie so ein leerer Dankeschön-Paket, das ist dann wirklich nur eine Box, da hat dann jemand was ausgedruckt und dann packen die da hier ein paar Schokoriegel rein und schon verkaufen sie das hier in diesem Falle für 17,28 €. Es gibt jetzt ganz, ganz viele neue Nischen, wo man eigentlich kaum noch die Produkte selbst ja, herstellt, aber sie hier über die Plattform anbieten darf und das macht es natürlich für die Leute sehr spannend, die vielleicht nicht sonderlich begabt sind oder die einfach halt auch keine Lust darauf haben, Dinge mit der Hand herzustellen. Und eine Nische, die die wenigsten Leute bisher kennen, die aber schon viele Topseller in den USA nutzen, ist, dass man einfach auch Produkte einkaufen kann auf solchen chinesischen Plattformen wie AliExpress. Dann wandelt man sie leicht ab und verkauft sie anschließend dann wieder auf Etsy. Was heißt leicht abwandeln? Naja, man kann zum Beispiel hier solche Anhänger einkaufen und kann diese zum Beispiel, indem man sie ansprayt, anders dementsprechend färben und sie dann natürlich als Handmade-Produkte verkaufen. Man muss natürlich deklarieren, dass die eigentliche Basis dann zum Beispiel von einem Seller, sagen wir mal, aus China kommt. Das wird dann praktisch ein Backend bei Etsy gemacht. Aber ihr könnt zum Beispiel dann hier solche Materialien nehmen, könnt diese Materialien dann zum Beispiel einfärben, könnt was dran verändern, könnt diese zum Beispiel auch miteinander kombinieren, das ist auch ganz spannend, für zum Beispiel bestimmte Ketten oder dergleichen und sie dann wieder auf Etsy anbieten. Eurer Kreativität ist hier wirklich keine Grenze gesetzt, nämlich ihr könnt praktisch entscheiden, was ihr verkaufen wollt und wenn ihr natürlich hier zum Beispiel Anhänger findet, die besonders interessant sind und ihr könnt zum Beispiel vielleicht eine Kette selbst herstellen, wo das Ganze draufgefädelt wird oder ihr verkauft die Anhänger vielleicht in einer besonders schönen Box und diese Box, da habt ihr vielleicht irgendwas handmade gemacht, vielleicht habt ihr da irgendwie, was weiß ich, was eingraviert oder vielleicht habt ihr das irgendwie nur zusammengestellt, weil ihr müsst doch nicht mal die einzelnen Elemente selbst herstellen, ihr müsst sie einfach nur zusammenstellen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ihr sowas wie eine schöne Box oder sowas kauft und dann macht ihr vielleicht irgendwie einen personalisierten Sticker oder irgendwas drauf und das ist dann vielleicht für Leute, die halt Pokémon total lieben und dann sind da drin vielleicht irgendwelche Pokémon-Anhänger. Muss ein bisschen aufpassen, so mit Urheberrechten, da wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das so gut legal machen kann, aber in vielen anderen Bereichen geht das sehr, 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 sehr gut. Zum Beispiel hier irgendwelche Schwerterkollektionen oder sowas als Anhänger, wenn man da irgendwie eine schöne Box für hat und dann schreibt man da vielleicht irgendwie den Namen vielleicht von der Person drauf, das heißt, es ist personalisiert, dann ist es natürlich auch sofort wieder ein Handmade-Produkt und das kann man dann wieder über Etsy anbieten und damit natürlich sehr leicht erstmal einen großen Produktkatalog aufbauen und ihr habt auch ein super geringes Risiko, weil schaut euch mal an, wie günstig das Ganze ist. Wir haben hier 93 Cent für 10 Teile. Ich meine, dass hier die ganzen 10 Teile für 93 Cent verkauft werden. Heißt, wir sprechen hier von 9 Cent ungefähr oder 9,3 Cent, wir können es hier rechnen, 9,3 Cent für ein einziges Element. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir bauen jetzt hier so eine Box noch zusammen, die Box kostet uns auch nochmal 2 Euro, dann haben wir vielleicht nochmal irgendwie einen Sticker, den wir draufkleben. Sprechen wir insgesamt von vielleicht 3 Euro hier Produktionskosten. Da kann man natürlich auch deutlich mehr Geld draufschlagen. Kann zum Beispiel sagen, so, ich verkaufe das Ganze hier für vielleicht einen 10er oder 15 Euro oder wie viel auch immer und schon hat man hier eine Marge von 7 Euro, 10 Euro, vielleicht sogar 15 Euro in einigen Fällen. Wenn man hier sehr hochwertige Elemente findet, auch sicherlich noch von mehr. Und ihr werdet jetzt sagen, hey, wieso machen das nicht schon viele? In den USA machen das schon einige Leute, aber der Markt ist einfach auf Etsy so groß, dass wirklich für euch noch Platz ist. Oder zum Beispiel, wenn ihr die Idee hier vom Anfang nehmen wollt, solche leere Dankeschön-Kisten, schaut euch mal an, wie viele Bewertungen jetzt hier dieses Produkt hat. 2456 und
was ist das? Naja, es ist praktisch einfach nur eine Box, in der ein paar Schokoriegel drin sind. Dann hat man hier oben so ein bisschen Text, der ganz lustig vielleicht ist, aber da ist ja noch nicht mal wirklich was dran personalisiert, soweit ich das sehe. Und Leute kaufen das und es verkauft sich also wie warme Semmeln. Das ist eine Nische, die ist extrem unterbewertet, meine ich. Und wenn ihr da loslegt und ein hochwertiges Produkt schafft, dann könnt ihr hier noch einiges an Geld verdienen. Ich möchte euch jetzt aber noch mal auf was aufmerksam machen, wo ich persönlich auch investiert bin, nämlich, und das ist die zweite Methode, der zweite Weg, wie man Geld verdienen kann, den möchte ich euch heute mal vorstellen, weil der Sale läuft jetzt sehr, sehr bald ab, nämlich der Vorverkauf von Pepo Unchained ist richtig, richtig heftig. Sie haben jetzt schon 3,6 Millionen Dollar eingesammelt und für die Leute, die nicht wissen, worum es hier geht, das hier ist ein Meme-Coin-Projekt. Das ist also praktisch eine Kryptowährung. Ja, bei solchen Projekten geht man natürlich das Risiko ein eines Totalverlustes. Man kann natürlich auch, und das ist bei vielen Krypto-Projekten so, aber ein Vielfaches von dem rausholen, was man investiert hat. Zum Beispiel in den letzten Monaten habe ich ein absolutes Vermögen mit Krypto gemacht, weil ich sehr viel in Memecoin-Projekte investiert habe. Ich habe mir auch manchmal die Finger verbrannt, gebe ich offen und ehrlich zu, aber die Returns, die ich generiert habe mit meinen erfolgreichen Projekten, haben definitiv die Projekte, wo ich vielleicht mir die Finger mal verbrannt habe, ausgehebelt. Ich habe da also deutlich, deutlich mehr Geld gemacht, als ich Geld verloren habe. Und dasselbe ist es auch hier wieder. Ich bin jetzt mit 10.000 Euro hier in Pepo-Coin eingestiegen, also es nennt sich Pepo Unchained, wird abgekürzt Pepo, und derzeit kriegt ihr einen einzigen Pepo für 0,00842 $61 und das ist natürlich ultra günstig. Ihr müsst eigentlich nur Folgendes tun, nämlich ihr braucht ein Wallet, da könnt ihr zum Beispiel Best Wallet verwenden oder andere Wallets und dann klickt ihr hier unten auf Wallet verbinden und könnt schon bei diesem Presale teilnehmen und könnt dann zum Beispiel hier Pepo kaufen. Ich würde euch nicht empfehlen, jetzt irgendwie euer komplettes Geld zu investieren, aber ich persönlich, meine persönliche Meinung, halte es für sinnvoll, einfach mal einen kleinen Betrag rein zu investieren. Das müssen jetzt wirklich nicht 1000 Euro oder irgendwas sein, aber wenn das Ding hier tatsächlich mal ein 10x oder ein 20x oder ein 100x macht, dann beißt man sich in allerwertesten, dass man da vielleicht nicht mal ein paar hundert Euro reingesteckt hat. Ich habe euch dazu einen Link in die Videobeschreibung reingetan, falls ihr hier loslegen wollt und falls ihr in diesem Presale teilnehmen wollt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Flo Forel hat das Ganze auch wieder promotet. Hier sind große Influencer dahinter, die das Ganze pushen. Das macht es natürlich wirklich mega spannend. Deswegen, wie gesagt, Link ist unter Videobeschreibung drin. Aber ihr müsst wirklich schnell sein, weil, wie gesagt, der Vorverkauf sehr bald endet. Dann eine weitere Plattform, die ich gerade schon mal im Intro so ein bisschen angeteasert habe, die super spannend ist, ist diese hier namens Lulla. Auf Lulla könnt ihr genau wie auf Etsy eure Jewelries, eure Handmade Products, aber auch nicht nur Handmade Products verkaufen. Und da bietet sich natürlich Folgendes an, nämlich wenn ihr sowieso schon eure Produkte hier, zum Beispiel eure Anhänger oder dergleichen auf Etsy verkauft, warum dann nicht auch noch diese Produkte auf Lulla verkaufen? Weil Lulla erlaubt es euch komplett for free zu verkaufen. Da klickt ihr hier oben auf Sell for Free und dann könnt ihr euch schon hier anmelden. Es gibt, wie gesagt, den Free-Account, da müsst ihr aber halt hier auch was zahlen, wenn ihr halt ja mehr Produkte hochladen wollt und. Zum Beispiel hier Product Listings 500, dann müsst ihr $15 im Monat für zahlen und dann könnt ihr halt hier unten schon loslegen und könnt eure Produkte über die Plattform anbieten. Ist eine mega spannende Plattform, wenn man, wie gesagt, bereits auf Etsy unterwegs ist. Dann eine Plattform, die nochmal richtig gut für Anfänger ist, ist diese hier namens Surveyo. Auf Surveyo könnt ihr Geld verdienen, indem ihr eure Meinung angibt. Und das ist eine von den wenigen Umfrageplattformen, wo ihr Geld bekommen könnt, direkt über PayPal oder über Banküberweisung oder zum Beispiel auch per Amazon Giftcard. Ich lasse mir das Geld einfach direkt immer per PayPal zahlen, geht am einfachsten, geht am schnellsten. Und das Spannende, was man hier machen kann, ist, man kann, wie gesagt, mit Umfragen Geld verdienen, aber auch deutlich mehr als auf anderen Plattformen. Nämlich hier verdienen sie bis zu 7 Euro pro Umfrage. Also für die Leute, die nicht wissen, sag jetzt mal, wie viel man normalerweise auf solchen Plattformen verdient, das sind manchmal Centbeträge. Und hier könnt ihr bis zu 7 Euro pro Umfrage verdienen. Die können dann halt auch manchmal 20 Minuten dauern, aber das ist dennoch halt ordentlich Cash dafür, dass ihr einfach nur eure Meinung angibt. Und ich habe euch dazu wieder einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Ihr müsst einfach nur draufklicken, dann geht ihr hier hin, sagt zum Beispiel so, ich möchte zum Beispiel 40 Euro oder mehr am Tag verdienen. Das wäre jetzt meine Anspruchshaltung. Dann gibt man halt hier die Daten ein, klickt auf Weitermachen und schon ist man auf der Plattform, kann loslegen und kann Geld verdienen. So einfach geht das Ganze. Ihr müsst halt bloß starten. Und ich bin immer großer Fan davon, auf mehreren Plattformen einfach hier seine Accounts zu haben. Das heißt, wenn auf der einen Plattform vielleicht keine gute Umfrage existiert, dass man dann mal auf die andere Plattform draufgehen kann und dort vielleicht an Umfragen teilnehmen kann, um damit Geld zu verdienen. Und eine Frage, die ich immer wieder bekomme, deswegen wollte ich nochmal kurz mit euch drüber sprechen, lohnt sich denn auch immer noch Amazon Kindle für Anfänger? Die Antwort darauf ist definitiv ja. Ihr könnt immer noch mit Amazon Kindle richtig gutes Geld verdienen. Ich würde euch derzeit empfehlen, startet vielleicht mit Low-Content-Büchern und irgendwann dann würde ich zum Beispiel Fiction-Bücher publizieren oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte sofort ein großes Einnahmenpotenzial haben, muss aber auch einiges in Arbeit reinstecken, dann könnt ihr natürlich auch sofort mit dem Amazon Kindle-Business, also wo ihr dann praktisch Non-Fiction- oder Fiction-Bücher publiziert, arbeiten. Und heutzutage gibt es natürlich künstliche Intelligenzen. Heutzutage gibt es Ghostwriter. Heutzutage gibt es so viele Methoden, wie ihr Geld verdienen könnt über Amazon Kindle, ohne dass ihr da irgendwie Arbeit reinstecken müsst. Dass ich persönlich glaube, es ist echt falsch, wenn man einfach nicht sich damit zumindest mal beschäftigt.
Und in meinem Fall, ich habe halt hier über die Plattform viele Bücher publiziert. Ich gehe davon aus, dass ich auch in diesem Jahr wieder viele, viele Dutzend neue Bücher rausbringen werde. Und ich sage euch, Amazon Kindle ist nicht tot. Amazon Kindle ist eine Plattform, wo man immer noch richtig viel Cash machen kann, wenn man, wie gesagt, gewillt ist, auch hier Arbeit reinzustecken. Also das trennt halt hier wirklich die Spreu vom Weizen. Wenn ihr gewillt seid, hochwertige Bücher zu schreiben und ihr gebt Gas und ihr geht hier auch vor allen Dingen langfristig ran, dann werdet ihr mit Amazon Kindle richtig gutes Geld verdienen können. Und ich habe hier für euch mal einen richtig heftigen Sale, nämlich normalerweise kostet mein Amazon Kindle Kurs 59 Dollar. Ich habe den Kurs jetzt in der Videobeschreibung drin verlinkt und ihr kriegt einen 70% Discount. Ich hatte schon mal den Kurs angeboten, ich glaube für einen 20% Discount, aber das hier ist wirklich heftig. 70%. Also ihr spart hier wirklich auf diesen Kurs über 40 Dollar, wenn ihr, wie gesagt, jetzt den Kurs euch kauft. Ich habe euch einen Link zum Kurs in die Videobeschreibung reingetan und ich hau noch einen drauf. Ihr kriegt sogar eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, falls euch aus irgendeinem Grund der Kurs nicht gefällt, schreibt mir eine Nachricht, ich gebe euch das Geld zurück. Ich würde meine Hand ins Feuer legen für meine Kurse und das, wie gesagt, ist ein wahnsinnig spannendes Businessmodell. Andere Leute werden euch 1000 Euro aus den Taschen ziehen, irgendwelche Online-Coaches für eure Coaching, für ihre Coaching-Programme und glaubt mir, da wird nicht so viel drin stecken wie hier. Überzeugt euch davon, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin, aber aufpassen, der Sale geht nicht mehr lange und übrigens auch der Paper Unchained Pre-Sale geht nicht mehr lange, deswegen nutzt auch auf jeden Fall jetzt diese Chance. Auch dazu ist ein Link in der Videobeschreibung drin. Einfach ein Wallet verbinden, da könnt ihr Phantom nutzen, da könnt ihr zum Beispiel, MetaMask nutzen, da könnt ihr Best Wallet nutzen oder was auch immer. Einfach hier auf Wallet verbinden klicken und schon, wie gesagt, könnt ihr hier am Pre-Sale teilnehmen. Aber Achtung, in 14 Stunden geht der Preis nach oben und auch nochmal ein Link zu Surveyo ist in der Videobeschreibung drin, falls ihr also direkt diese drei Methoden hier nutzen wollt, um Geld zu verdienen. Schaut also gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das war's dann schon wieder fürs heutige Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.